Heute gibt es Neues zum Woody Döffli. Hallo, ich bin Oda Serstadt. Heute geht es um den Belmondo-Tank von unserem Woody Döffli, von unserem Holzdöffli. Es ist schon einiges entstanden bis dahin. Es sind schon Zeiten schon entstanden. Wie die entstanden sind, seht ihr auf dem Fotolog-Kanal. Auch den habe ich euch schon mehrfach empfohlen. Dort abonnieren. Demnächst gibt es das Video, wie die Scheiten schon entstanden sind. Das ist eigentlich der Teil vom Tank, der normalerweise aus Chrom ist. Die sind jetzt soweit entstanden. Was wir heute machen, wir gießen die Buchstaben auf mit einem Epoxidharz. So, dass wir eigentlich die Tiefe durch noch sehen, durch die transparente Schicht und trotzdem so eine 3D-Schrift entsteht. Anschließend wird das Ganze nochmal leicht überfräsen, um wirklich auch 100% plane Sachen zu bekommen. Wichtig ist, dass beim Gießen natürlich die Sache immer gerade ist und dadurch, dass der Tank einmal so rum ist und einmal so rum ist, muss ich fast jeden Buchstaben, maximal zwei Buchstaben, können wir Zyklon A2 miteinander machen. Miteinander kann ich gießen, weil ich es immer so ausnivellieren muss, dass das Zeug nicht ausläuft. Epoxidharz. Epoxidharz ist etwas, was im Moment sehr im Trend ist. Wir sehen die überall die Videos im YouTube und Co., wie es irgendwelche Tischblätter gießen, irgendwelche alte Bretter gießen und von Riesnägeln und weiss nicht was noch alles. Oder auch Schmuck machen und so weiter. Ich will das darum ein bisschen ansprechen, hier mit euch einen Schritt machen. Wo das Werkstatt heisst, nicht nur eine ölige Finger und Schrauben, sondern vielleicht auch mal so etwas. Insbesondere, wenn es so im Projekt zusammengehört. Das Harz, das wir verwenden, einfach so am Rand, das ist auch von der Firma Fotolo und dort gibt es das Harz und nebst dem Harz natürlich auch eine gute Beratung, weil es ist nicht ganz so einfach, wie es einmal aussieht in diesem Video. Ein paar Sachen spreche ich jetzt hier mal an. Zum einen ist, gestern habe ich die Buchstaben schon mal versiegelt hinten dran, das heisst einmal mit Epoxidharz rausgepinselt. Warum habe ich das gemacht? Holz ist ein poriges Element, egal ob es grobporig oder feinporig ist. Das spielt keine Rolle, das kann aber auch ein Stein sein, der auch Poren hat und so weiter. Wenn ich jetzt einfach drauf losgieße, dann ist die Gefahr da, oder sehr groß oder sehr wahrscheinlich, dass Luft während dem Trocknungsprozess durch die Kanäle ins Harz geht und aufsteigt in eine Kohlensäure. Und irgendwann mag es nicht mehr ganz raus. Und da gibt es die bekannten Lufteinschlüsse, die man dann sieht. Das sieht man meistens auf dem YouTube-Video nicht und sieht es dann super aus. In der Realität sieht das oft ganz anders aus. Also, das habe ich schon gemacht. Was habe ich weiter gemacht? Ich habe schon das Harz angerührt. Also sprich, das Harz mit dem Härter vermischt einmal. Dazu ist zu sagen, bei diesem Produkt ist es so, da gibt es drei Härter. Weil das grosse Problem oder der grosse Faktor in dieser Geschichte ist die Schichthöhe, die ich vergüssen will. Das heisst bei der Höhe, nicht wie der grosse Durchmesser von dem Becher ist, sondern wie hoch das ist, was ich auf einmal füllen will. Weil Epoxidharz entwickelt Wärme während dem Härtungsprozess. Wir reden von Exothermie. Und die tut sich multiplizieren, je höher die Schicht ist. Das heisst, wenn ich nur ganz dünn gieße, kann das wunderbar funktionieren, aber in gewissen Schichtdicke wird es richtig heiß und irgendwann wird es zu heiß. Ist es zu heiß, dann fängt es zuerst mal an gelb zu werden, es ist immer transparent, es ist so total gelblich. Wenn es noch heißer wird, dann gibt es sogar Risse rein und dann ist es dann total hinüber. Um das einzustellen, müsst ihr einfach den richtigen Härter wählen. Wie gesagt, da gibt es drei Härter dazu. Ein Standard, dann kurz und langsam. Da gibt es auch Tabellen dazu, dass man genau aussuchen kann, welches Harz brauche ich heute. Nebst dieser Schichtdicke ist auch die Rundtemperatur wichtig, weil das sich aussummiert. Also bei 80 Grad sieht die Sache anders aus, als wenn ich bei 25 Grad so einen Verbuss mache. Insbesondere, wenn neue Teile dann grösser werden. Also, ich muss jetzt schnell die Hände schnell legen. Weil jetzt geht es als eingemacht. Und zwar, ein weiterer wichtiger Punkt, der oft falsch gemacht wird, ist die Vermischerei. Hängt schon richtig rum. Und zwar, habe ich gesagt, ich habe das hier mal schon gemischt, vorgemischt, richtige Verhältnis abgewogen. Muss ich glaube nicht sagen, dass es sehr elementar ist. Ich habe das vermischt, so gut ich konnte, mit gutem Gewissen. Jetzt gehen viele an und es wird reingeleert. Das sollte man nicht machen, man sollte es eigentlich umtopfen, das heisst, ich leere es nochmal in ein frisches Gewinde. Und warum mache ich das? Ganz einfach. Wenn ich jetzt das als mein Endprodukt wäre, hätte ich es hier gegossen, ich habe da noch ein bisschen rein. Jetzt habe ich jetzt wenig, jetzt fange ich da an, das zusammenzuschäufeln und tue dann noch über.
An dem Moment oder an dem Punkt ist es extrem gefährlich, dass hier am Rand nicht vermischt das Harz hat oder am Boden. Und wo ich jetzt punktuell reingeleert habe. Sprich, an dem Ort passt das Mischungsverhältnis nicht. Der bleibt zu weich oder es überreagiert, je nachdem, wann ich habe, zu viel Harz oder zu viel härter. Es gibt dann so schwere Marmorierungsbildungen drin und das kann von dem kommen. Jetzt mische ich das Ganze nochmal durch. Durch da bin ich sicher, dass nicht an den Gefäßrändern und Böden irgendwelche Rückstände hängen bleiben, die nicht richtig durchmischt sind. Also das ist mal auch ein wichtiger Punkt, wenn wir mit so etwas arbeiten. Der nächste Punkt, eigentlich sollte es die Luft raus. Idealerweise oder professionell wäre es das Ganze vakuumieren in einer Vakuumglocke, in einem grossen Vakuumgerät, je nachdem wie viel Harz das immer machen. Das müssen wir auf jeden Fall haben, wenn wir halbwegs professionell machen, auf eine gewisse Stückzahl. Wenn es jetzt noch kleinere Sachen sind oder einfacher vergüsst, dann könnt ihr es auch das umleeren. Ich mache es jetzt hier so. Die Luft ein bisschen rausbringen, denn das ist immer feine Faden, ein, zweimal hin und leer leeren. Das geht bis so 10-15 Gramm Harz natürlich noch gut. Wenn ich einen grossen Tisch gegossen will und 30 Kilo Material habe, dann wird das etwas schwieriger. Dann braucht ihr definitiv ein Gerät. Auch wichtig ist, wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht so gut können, die Luft oder eben gar nicht, weil ihr noch kein Gerät habt, dann unbedingt nicht das Limit vom Härter. Also wenn ihr einen Härter habt, wo ihr bei Rundtemperatur 20 Grad 5 cm hoch gießen könnt, nicht das Gefühl hat, 50 mm könnt gießen, dann ist es natürlich schlecht, wenn ich den noch extreme Härter nehme. Je länger dass das Produkt flüssig bleibt, umso mehr Zeit hat es, um auch die Luft rauszulassen. Es ist sehr gutmütiges Harz, was den Lüften angeht, da gibt es dann noch ganz anderes, wo dann wirklich noch ohne Vakuumieren gar nicht geht. Bei dem Produkt, es geht bis zu einem gewissen Grad und nachher, ja, funktioniert es nicht mehr. Ich hole es euch nachher ran, damit ihr es ein bisschen besser seht und anschliessend tun wir miteinander die Buchstaben füllen. Jetzt habe ich es einfach mal ein bisschen schräg gestellt in die Richtung, wo es muss sein. Wichtig ist, dass das Zeug weg, das wir nicht mehr brauchen. Und ich mache es jetzt hier mit einer Pipette. Dann ich jetzt die mal vorsichtig ein bisschen vorfüllen. Die zwei Buchstaben. Und dann schauen wir mal, wo an, dass das Harz läuft. Und dem nachdem tue ich dann noch ein bisschen mehr ausrichten. Die größte Arbeit ist jetzt eigentlich, den Winkel zu finden auf beiden Seiten, dass es möglichst voll ist, aber nie überläuft oder nicht viel überläuft. Wie gesagt, ein bisschen etwas wird dann noch umfräsen. Aber trotzdem sollte es möglichst voll sein. Generell, bei so Sachen, die man so vergüsst, muss man immer ein bisschen mit grösseren Dimensionen arbeiten. Also man schafft es eigentlich nicht, dass man da auf der Punktbündung ausgüssen würde. Man muss immer zuerst ein bisschen grösser fahren, wie wir es jetzt hier auch haben, und dann wird ausgegossen. Und im zweiten Schritt wird das Ganze auf eine Höhe, eine Dicke, eine Breite, eine Länge geschnitten, gekoppelt, geschliffen, was auch immer. Sonst geht es, wie gesagt, in die Hose. Richte es dann noch so aus und fülle das Ganze. Das ist eigentlich auch so eine Sisyphus-Arbeit bei so einem Projekt, um das hier alles wirklich finden, dass das super funktioniert. Das ist eine richtige Sisyphusarbeit, bis das alles einigermaßen passt. Man muss dann auch mal eine Minute, zwei oder fünf Minuten warten.
Wir unterschätzen das auch. Als Arzt hat man manchmal das Gefühl, ja, das ist recht dickflüssig, da passiert schon nichts. Und wenn wir 10 Minuten, Viertelstunde später schauen, dann ist alles im Boden. Also, soweit, so gut. Jetzt muss es trocknen. Da braucht mindestens 12 bis 24 Stunden, bis es wieder darf bewegen. Weil, wenn es zu früh bewegt und das noch nicht richtig trocken ist, auch dann gibt es so Vibrationen ins halbtrockene Herz. Und je nach Härte kann es wirklich 48 Stunden gehen, bis das soweit ist, dass es nicht dürfen bewegen darf. Und erst dann darf es bewegen und also nach einer Woche ist es so, dass man eigentlich daran weiterarbeiten sollte und nicht viel voran, dass es wirklich eine gewisse Endhärte hat. Ja, ich hoffe auch das gefällt euch. Würde mich vor allem auch interessieren, ob so etwas euch auch gefällt oder nur, ja, Schlusszeichen nur, ist ja nicht nur Schrauben an den Töffeln und solches. Dann tue ich auch einen so Einblick geben, in so arbeiten, wenn es euch nicht gefällt, lasse ich in Zukunft wieder weg. Würde mich freuen darum und meine Meinung. Ist das auch schön, wenn ich mal so etwas zeige? Natürlich immer im Zusammenhang mit dem Töffli. Aber ja, sagt eure Meinung dazu. Und wie gesagt, auf dem Fotolog-Kanal sehen wir in dem Moment oder bald, wie die entstanden sind und vor allem, wie es jetzt noch verfräsen und ausgesehen. Wir sind ganz fleißig im Hintergrund, passiert ganz, ganz viel. Und es kommen jetzt ein Step by Step weitere Sachen zum Holztöffli. Es braucht halt einfach, es ist sehr forschungsintensiv, man wird sehr viel probieren und sehr viel geht auch in die Hose. Ist nicht anders zu erwarten gewesen, aber wir schaffen das, wir sind auch im Zeitrange und darum unbedingt dranbleiben, auch im Fotolog-Kanal. Es ist noch nicht Herbst und das Töffel ist aber noch nicht fertig. Von dem her, ich wünsche euch eine ganz gute Woche, bis nächsten Mittwoch und denkt daran, weiter abonnieren und vor allem Meinung zu sagen, ist das auch mal interessant für euch oder überhaupt nicht. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche, tschüss miteinander.